Auch wenn man nicht allzu viel weiß, da schauen wir uns jetzt mal direkt an, denn das sind natürlich enorm spektakuläre Bilder und eine enorme Rauchsäule, die man wirklich von überall in Wien erkennen kann. Was man bisher weiß, ist, dass ein LKW in Brand geraten ist. Die Flammen, die haben dann irgendwie auf dieses Gebäude, auf diese Lagerhalle in der Bürostraße übergeschlagen und dann hat alles schon lichterloh gebrannt. Also wirklich ein enormer Brand, man sieht doch immer diese gigantischen Rauchsäulen. Hier direkt aus der Nähe kann man natürlich eher auch die Flammen und die Rauchsäulen erkennen. Man sieht aber auch gar nicht, dass man schon von vielen Kilometern entfernt sieht, dass da etwas gewaltig schief läuft. Man sieht auch eben die Feuerwehrleute hier, wie sie mit einem Kran versuchen, natürlich auch den Brand zu löschen. Es war vorhin wahrscheinlich noch um einiges schlimmer, zumindest kann man sich das denken. Ansonsten wären auch diese extremen, enormen Rauchwolken auch nicht so entstanden, wie sie es tatsächlich sind. Also direkt von der Brandursache her weiß man noch nicht allzu viel, nur eben, dass von einem LKW angeblich es übergeschlagen hat. Und dann sehen wir auch hier diese enorm spektakulären Bilder hier. Die Feuerwehr, die war zu Beginn, wurde zumindest berichtet, mit 7 Feuerwehreinsatzzeugen. Einsatzfahrzeugen selbstverständlich, pardon, im Einsatz. Diese haben dann versucht, das Feuer zu löschen, ein paar Minuten nachdem der Brand ausgebrochen ist, hier im 23. Bezirk in Wien-Liesing. Dann ist auch noch die Polizei so schnell wie möglich natürlich hierher gekommen. Und nicht nur das, auch einige Schaulustige sind hier, um natürlich diesen Brand zu sehen, denn das ist nicht alltäglich. Selbstverständlich brennt hin und wieder mal etwas auch direkt in Wien und in der Stadt. Aber so ein enormer Brand wie dieser hier, der ist natürlich sehr, sehr selten. Ich kann mich auch erinnern, erst vor einer Woche war ich bei einem sehr ähnlichen Brand, der war aber bei weitem nicht so groß. Da gab es eine verletzte Person, eine Rauchgasvergiftung hatte diese. Heute weiß man es bisher noch nicht, wie viele Verletzte und ob es Verletzte gibt. Wenn sich allerdings tatsächlich auch wer in der Firma hier zu diesem Zeitpunkt befunden hat, dann kann man davon ausgehen, dass eine Rauchgasvergiftung wirklich auch entstanden sein kann. Könnte eben mit einem ganz klaren Konjunktiv. Wir hoffen natürlich alle, dass sich keiner tatsächlich da befunden hat oder auch, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Zumindest kann man hier gerade keine Rettung erkennen. Das kann wen hoffnungsvoll und positiv stimmen. Ansonsten ist es natürlich ein enorm großer Einsatz, auch hier in meinem Rücken. Vielleicht können wir uns das auch ganz kurz ansehen, wie viel Schaulustige es auch hier tatsächlich gibt. Man kann wirklich sehen, hier alleine sind 2 bis 3 Dutzend Schaulustige, um sich das nur ganz kurz auch anzusehen. Weiter vorne, direkt bei dem Gebiet, waren noch viel mehr. Also es sind wirklich insgesamt wahrscheinlich über 100 Personen, die sich das hier anschauen wollen und die auch etwas schockiert und ungläubig zu den Flammen starren. Denn wirklich so ein enormer Brand ist, wie erwähnt, auch in Wien nicht all. Täglich. Die Feuerwehrleute, da sieht man auch jetzt hier wieder ganz gut, die versuchen natürlich alles, um diesen Brand zu löschen. Die haben sehr, sehr viel Wasser, die versuchen die Flammen im Keim zu ersticken. Viele Flammen haben sie tatsächlich schon gelöscht. Wir sind ja auch vorhin erst gerade angekommen, da wirklich auch, wie du vorhin schon, Lukas, gesagt hast, völlig richtig, das Gebiet, das ist ja auch großflächig abgesperrt. Viel näher kommt man da nicht hin und das hier, wo wir uns auch hier gerade befinden, das ist nur einer von ganz wenigen Zugängen, dass man überhaupt in diese Nähe kommen kann, wo wir eben gerade sind. Auch hier weiter vorne, da sind viele Feuerwehrleute, die diskutieren, die sich Pläne und Strategien überlegen, wie sie nun konkret auch weitermachen können, wie sie es schaffen könnten, dass eben diese Flammen hier noch weiter gelöscht werden. Wie erwähnt, zu Verletzten weiß man nichts, sondern weiß generell noch nicht allzu viel, was sonst passiert sein könnte. Man hofft natürlich, dass dieser Brand auch bald gelöscht ist. Das hoffen hier selbstverständlich alle. Und die Feuerwehrleute, das sieht man hier auch ganz gut im Hintergrund. Die leisten hier natürlich vollste Arbeit, vollsten Einsatz, damit eben es tatsächlich so ist, dass dieser Brand so schnell wie möglich gelöscht werden kann. Viele Personen, auch wenn man das hier gerade nicht sieht, die haben auch tatsächlich Angst vor einer Rauchgasvergiftung. Die sind auch hier mit Maske unterwegs, beziehungsweise haben die sich einen Schal umgebunden, damit ja nichts passieren kann. Und jetzt fährt hier auch direkt ein Feuerwehrauto vorbei. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Also man sieht weiterhin, es kommt ständig Verstärkung. Es ist hier bei weitem noch nicht genug, was ja auch versucht wird, was gemacht werden könnte. Und das Feuerwehrauto, das kommt hier auch nicht ganz durch. Aber man hilft immer gerne mit, selbstverständlich. Also das zeigt es auch ganz gut natürlich. Es kommen immer weiter Feuerwehrleute, Feuerwehrautos. Dieser Einsatz hier, der ist bei weitem noch nicht beendet. Spektakuläre Bilder sind es auf alle Fälle. Und wir hoffen natürlich, dass hier auch keinem tatsächlich etwas zugestoßen ist und dass dieser Brand bald gelöscht sein könnte. Wie wir von Jürgen Fiegerl, Berufskommandant der Feuerwehr Wien, vorhin mitgeteilt bekommen haben, dürfte es Gott sei Dank zu keinem Personenschaden gekommen sein. Also es dürfte sich offenbar niemand im Gebäude befunden haben. Es ist, wie gesagt, eine Lebensmittelhalle.
die teilweise jetzt eben auch bereits eingestürzt ist. Über 100 Feuerwehrleute sind eben hier im Einsatz. Schaulustige eben auch vor Ort. Marvin Bergauer, unser Reporter, hat für uns hier spektakuläre Bilder. Marvin, zeig uns doch noch einmal, wie großräumig hier das Gelände abgesperrt ist. Das können wir sehr gerne noch zeigen, auch direkt diese Absperrungen, die man hier erkennen kann. Also hier viel näher als hier, wo wir gerade sind, kann man nicht gehen. Wenn man sich auch jetzt noch hier zurück ansieht, dieses Gebiet, diese ganzen Häuser, diese Gebäude, die man hier sieht, die kann man selbstverständlich an sich noch betreten. Allerdings sind da überall Absperrungen und näher kommen kann man auf jeden Fall nicht. Dieser Weg, wo wir auch hier sind, wo auch sehr, sehr viele Einsatzkräfte sind, das kann man eigentlich sogar behaupten, ist einer der wenigen Wege, wo man tatsächlich auch so nah rankommt. Kommt an diesem Brand. Wir sind hier noch immer natürlich, wie man sehen kann, auch einige Meter hier davon entfernt. Allerdings ist das auch für die Rettungskräfte, auch das haben wir eben gerade gesehen, eine der Hauptzufahrtsrouten, wenn nicht sogar die Hauptzufahrtsroute. Da ist es möglich, auch hier etwas näher zu kommen. Weiter als hier geht es allerdings selbstverständlich nicht. Und ich habe auch vorhin schon selbst mit einer Person von der Feuerwehr gesprochen, was denn hier konkret passiert sein könnte. Das wissen wir inzwischen auch schon, dass dieser Brand von einem LKW ausgegangen ist. Diese Person von der Feuerwehr hat aber auch selber gemeint, sie ist selbst schon seit über 20 Jahren dabei, hat allerdings so einen Brand nur ganz, ganz selten gesehen, direkt in Wien in der Stadt. Sie hat schon viele Waldbrände zum Beispiel miterlebt, viele Brände, die selbstverständlich auch verheerenden Personenschaden mit sich gezogen haben. Aber ein so großer Brand ist natürlich auch in Wien keine Alltäglichkeit. Was du jetzt vorhin gesagt hast, das ist natürlich sehr, sehr gut. Das gibt natürlich auch Hoffnung, kein Personenschaden. Aber auch die andere Statistik, die eben gerade von dir genannt wurde, dass eben über 100 Feuerwehrleute im Einsatz sind, die sagt uns eigentlich schon, was das für eine enorme Sache ist, was für ein Großeinsatz da ist, wo wir uns auch hier gerade befinden. Die Feuerwehrleute, die versuchen weiterhin ihr Bestes, die werden hier natürlich nicht aufgeben, bis dieser Brand gelöscht ist. Allerdings, und das konnte man den ganz frühen Bildern entnehmen, könnte wohl das Schlimmste vorbei sein. Das ist selbstverständlich nur eine Vermutung, aber die Flammen waren auch noch um einiges höher, direkt als wir eben vor ein paar Minuten begonnen haben, auch hier darüber zu sprechen, was natürlich immer auch ein gutes Zeichen ist. Die Feuerwehrleute, die parken sich ein, die sind auch hier eben, wie erwähnt, alle die ganze Zeit natürlich vor Ort. Die versuchen, dass sie ihr Bestes machen. Jetzt kommt auch ein Feuerwehrauto auch direkt hier wieder zurück. Da helfen wir natürlich wieder mit, dass dieses Feuerwehrauto auch durchfahren kann. Bitte weg, danke. Wenn wir das dürfen. Genau, das könnte natürlich auch selbstverständlich ein gutes Zeichen sein, wenn die Feuerwehr auch hier wieder fährt. Zumindest eines der Einsatzfahrzeuge ist jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Währenddessen können wir uns hier nochmal die Flammen ansehen, diese enormen Rauchsäulen, die man tatsächlich, wie vorhin schon erwähnt, von vielen, vielen Kilometern Abstand auch schon direkt entdecken konnte. Da waren wir noch auf dem Weg dahin, da wussten wir natürlich sofort, wo es hingehen sollte, denn dieser Brand, den sieht man wirklich überall. Und man hat auch vorhin schon zumindest den Medien entnehmen können, dass ein Hubschrauber, ein Helikopter im Einsatz ist. Hier höre ich auch gerade einen Helikopter. Wo sich aber der gerade aufhält, bin ich mir nicht sicher. Auch direkt hier im Einsatzort sieht man noch keinen. Zumindest wurde es vorhin auch angekündigt, dass es einen geben sollte. Auch diesbezüglich habe ich mit dem Feuerwehrmann gesprochen, von dem ich auch gerade gesprochen habe. Der hat auch gemeint, ja, ein Helikopter sollte auf jeden Fall zum Einsatz kommen und eben mithelfen, diesen enormen Brand zu löschen, wenn es dann noch immer als notwendig erachtet wird. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, um weg von den Vermutungen hin zu den Fakten zu gelangen, ist, dass die Feuerwehr wirklich alles versucht, ihr Allermöglichstes, diesen Brand hier auch unter Kontrolle zu bekommen. Die Leute, die werden es danken. Und die beste Nachricht des Tages ist sicherlich, dass es angeblich zu keinem Personenschaden gekommen ist.